Herzlich willkommen bei der Praxis für mehr Gesundheitsbewusstheit mit dem Thema Traumaauflösung. Und ich würde mal sagen, ich möchte mal hier einen Mythos aus dem Wege räumen. Ich bekomme Anfragen wegen Traumaauflösung und dann wird direkt von Traumata gesprochen. Traumata ist die Mehrzahl von Trauma. Also man könnte auch im Deutschen sagen Traumen. Ja? Nur wenn sich jemand ein bisschen gepflegter ausdrücken möchte und Latein kann, der sagt Traumata. Gut. Dann muss ich ihm sagen, tut mir leid. Also wir können das Trauma auflösen. Jedoch Traumata können wir nicht auflösen, denn es gibt keine Traumata in einem Körper. Der Mensch wird traumatisiert. Und auf dieses Trauma noch ein Trauma drauf gibt es nicht. Diese ganzen Erzählungen, wie ich schon mal in einem Video erzählt habe, von wegen Zwiebeltechnik, dass man da von außen nach innen zum Kern hin arbeiten muss, das ist nur Beschäftigungstherapie für den Therapeuten. Denn der will ja sein Geld verdienen. Jede Sitzung bringt richtig Knete, also lasse ich mir den Patienten, Klienten, Kunden, wie auch immer, lasse ich möglichst lange zappeln, damit möglichst lange was in meine Tasche fließt. Das Trauma direkt im Kern erkannt, ist innerhalb kurzer Zeit gebannt. Ich reime manchmal gerne. Also lässt sich ein Trauma natürlich in einer Sitzung lösen, wenn man verdammt gut ist. Und danach ist gut. Also noch einmal zusammengefasst, es gibt keine mehreren Traumen in einem Körper. Es gibt nur eins, denn wenn das einmal gesetzt ist, ist der Körper so sehr damit beschäftigt, dieses Trauma zu lösen, dass er gar nicht mehr die Zeit hat, würde ich mal so sagen. Nein, von dem ganzen Aufbau, dem psychologischen Aufbau, ist es nicht mehr möglich, ein zweites Trauma aufzubauen. Auch die posttraumatischen Sachen sind nichts anderes als ein richtig, richtig mega Knall auf das Trauma, das man erlebt hat in seiner Kindheit oder wann auch immer davor, zur Auflösung kommen möchte. Also es ist die, ich würde mal so sagen, es ist die brutalste Art des Unterbewusstseins.